da steht ja der Dorfbrunnen. Och, und das alte Thiessehaus. Meine Güte. Na, das nenne ich mal adrett zurecht gemacht hier. Das ist doch so ein 26 Meter langes Haus von, wer weiß das noch, 1698 oder was. Doch, sieht man gar nicht das Alter dem Haus an. Ja, genau. Die Eigentümer haben sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und der Dorfbrunnen passt auch wunderbar in dieses ganze Gesamte, findest du nicht? Ach, wirklich. Übrigens, auch hier haben viele Ehrenamtler und Spenden aus dem Dorf geholfen, um diesen Dorfbrunnen wieder zu errichten. In der Nacht zum 1. Mai wird die Dorfrinde immer im Rahmen eines kleinen Festes geschmückt. Eine Spontanaktion der Anwohner. Apropos Schmuck. Hast du schon diese kleinen Schilder-Apps bemerkt? Diese Aktion, ebenfalls von Anwohnern, hat andere Bürger auf die Idee gebracht, die zahlreichen Masten der Telekom, die wir am Arschsteig haben, kunstvoll zu umstricken. Der erste Kunstmast kann demnächst bestaunt werden. Das wird richtig toll. Also, ich fass es nicht, auf was für skurrile Ideen da Leute kommen. Da und dort ist auch ein... Also wirklich... Ja, früher hatten die Leute nur Zeit für den Garten und für den Stall. Also das hat sich wirklich geändert hier. Ach, heute sind die Leute auch noch gerne in ihren Gärten. Sieh dir doch nur die schönen Gartenanlagen hier rundherum an. Ja. Ja. Also da will ich doch jetzt eigentlich mal gucken, was es so was Besonderes an Gärten gibt. Hm? Na komm, dann gehen wir mal weiter. Das ist schon ganz nett. Ach Gott, eben hätte ich schon fast gesagt, schön ist relativ. Das muss ich mir jeden Morgen sagen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja, aber wenn ich das hier sehe, also das ist ja ein Traum von einem Bauerngarten. Hätte ich gar nicht erwartet hier, wirklich. So gepflegt und bunt. Und dann dieser Haus da. So adrett zurecht gemacht. Ist bestimmt auch wieder eine Ferienwohnung, oder? Mhm. Ja. Mein Gott. Ja. Ja, und hier gegenüber, hinter dieser Hecke, verbirgt sich bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Die Menschen leben eben die Natur. Wir tauschen Pflanzen und wollen auch die alte Pflanzentauschbörse, die wir früher hatten, wieder aufleben lassen. Du hast doch bestimmt gehört, dass die Kreisstraße, die da hinten saniert, dass die saniert werden soll. Dann sollen nämlich auch die Ortseingänge mit Baumtoren und alten Alleen verschönert werden. Und die Arschsteig-Etappe, die durch Freilingen führt, da hinten, wollen wir zum Arschsteig-Erlebnispark umgestalten. Es sollen Duftbeete, Blütenhecken, Selbstbedienungs-Ebeerensträucher und ein Insektenhotel angelegt werden. Unser Umweltbewusstsein zeigt sich auch daran, dass wir vor einigen Jahren eine große Tassen- und Tellersammlung durchgeführt haben. Dabei kam unheimlich viel Porzellan zusammen. Bei vielen großen Veranstaltungen benutzen wir daher nur dieses Porzellan und kein Einweggeschirr mehr, um Müll zu vermeiden. Du glaubst nicht, wie oft jemand sogar seine Tasse freudig wiedererkennt. Und immer noch kommen Tassen hinzu. So gut haben die Freilinger diese Aktion angenommen. Außerdem gibt es auch noch einige überzeugende Nebenerwerbslandwirte und sogar einen Imker. Viele pressen im Herbst aus dem Obst der zahlreichen alten Apfelbäume in der Ortslage auch ihren eigenen Apfelsaft. Auf manchen Flaschen gibt es sogar ein original Freilinger Etikett. Ja, wir lieben unsere Natur. Deshalb sammeln wir auch jedes Jahr in einer großen Aktion Müll in der Ortsanlage. Ja, und die Tassen, da habt ihr ja jetzt wohl bald alle Tassen im Schrank. Ja, aber ich wollte noch einen Blick werfen in diese Garten hier. Sehr gerne. Ja. Wenn man jetzt mal reingeht. Ach! Ach, und eine Bimmel ist hier an der Gartentour. Mein, eine richtig wunderbar gestaltete Garten. Mit Kunstobjekten hier. Hinter der Hecke verbirgt sich eine wunderschöne Anlage mit tollen Kunstobjekten in der weltfremden Freilingen. Ja, siehst du mal, Emily. Ich glaube es nicht. Wirklich? Ja. Also hier kommt kein Müll zusammen. Nein. Die Müllsammelaktion ist bestimmt das Highlight von Freilingen, was? Nein.
Naja. Aber ihr habt ja auch noch so andere Sachen erzählt, so Top-Events. Ja, also bist du in ehrlich gesagt in Strange Town. Der einzige Event ist der Independence Day und da kriegen sie höchstens 100 Leute für Mobilität. Ist so traurig. Ja, ich erfahre ihn schon. Ja, guck sich an, hier schon 180 ja. Leute ja. gehen. Oh, eine Traum. Ja. Aber du liegst ja schon wieder total daneben, Emily. So? Wir haben nicht nur die Kirmes groß zu feiern, sondern auch noch andere Feste. Und das ziemlich ausgiebig. Was und wie und wo, das wollen wir dir auch noch zeigen, wenn wir das sehen. Ach, natürlich. Jetzt bin ich doch auch wieder neu ja, hier. Ja, klar. Also, mir scheint es bald, als könnte man hier doch ganz ordentlich Urlaub machen, nicht? Herr Hartmann, kenne ich doch noch von der Zeit. Ach, schau an, der alte Meiershof, meine Güte. Da habe ich ja auch so manche Kirmes gefeiert, als ich noch jung und schön war. Ja, meine Güte, aber der wollte mir doch nicht erzählen, dass ich hier eine für einen mehr als überschaubaren Kundenkreis jeden Abend hinter der muffigen Theke stellt. Na, da hast du aber eine vollkommen falsche Vorstellung von unserem Wirt und dem Betrieb hier. Der lässt sich nämlich immer etwas Besonderes einfallen. Thekenraum und Saal sind eigenhändig modernisiert und liebevoll eingerichtet. Du solltest dir nur einmal die Luxus-Herrentoilette anschauen. Im Saal wird zudem nicht nur Kirmes gefeiert, hier findet auch die große Karnevalssitzung des Vereinskartells mit einem Überraschungsprinzenpaar to go. Also nur für einen Abend statt. Und eine Woche vor Ostern wird vom Dorfverein an 3 Tagen mit eigenen Leuten Theater vor ausverkauftem Haus gespielt. Theater hat hier eine große Tradition in Freilingen und es gibt tolle Talente. Im August kannst du auf der sogenannten Bierwoche eine Woche Live-Musik, Grillspezialitäten und mehr hier im Biergarten von Meiershof erleben und jede Menge Bekannte treffen. Denn hier kommen am überregional bekannten Kölsche Orwend donnerstags bei schönem Wetter hunderte Leute zusammen. Einfach einmalig. Also, Überraschungsprinzipa! 3 Tage Kirmes, Theater, eine ganze Woche Bierwoche. Eine ganze Woche. Und eine Herrentoilette müsste man einen Besuchungstermin machen. Ne? Mein Gott, ich kann es nicht glauben. Also wenn ich mir das so anhöre, dann ist hier in Freilingen wirklich viel mehr los als bei uns in Strange Town. Ja, und im Oktober gibt es ja auch Oktoberfest als Atmosphäre auf dem Scheunenfest. Und beim Barbara-Konzert am ersten Adventswochenende präsentiert sich der Musikverein im vollbesetzten Saal den Musikfreunden. Den Jahresabschluss feiern wir dann beim sogenannten Saisonfinale. Und einmal im Jahr gibt es in Zusammenarbeit mit Lommersdorf einen großen Seniorennachmittag. Außerdem trifft sich hier am Wochenende Jung und Alt, Gott und die Welt, Hinz und Kunz, auch aus anderen Dörfern, da es doch vielfach keine kleinen Dorfkneipen mehr gibt. Also hier ist noch richtig Leben in der Bude. Also ich bin echt überrascht. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich doch noch einmal zurückkomme. Wo ist derjenige, der mir eine Liste von den leerstehenden Häusern geben kann, dass ich mir vielleicht ein Haus hier doch wieder kaufe und zurückkomme nach die schöne Freilingen? Also hier ist wirklich was los in Freilingen, das kannst du echt sagen. Wir verstehen uns hier wirklich als Gemeinschaft, als wir. Und dafür haben wir sogar ein eigenes Motto. Wir in Freilingen, wie das auch auf unserer Internetseite heißt. Und wir haben mittlerweile auch so einen Aufkleber für die Fahrzeuge halt entwickelt. Und das kannst du dann als eine Art Dorfwappen aufs Auto machen. Und das schenken wir dir als Erinnerung an den heutigen Tag. Oh, danke schön. Oh, das ist aber lieb von dir. Oh, ihr seid das so herzlich. Ja, aber jetzt hätte ich doch gerne die Liste von den Häusern, wo ich vielleicht eins kaufen kann. Nö. Ja. Ja, du bist uns jederzeit herzlich willkommen. Aber mit dem Kauf eines leerstehenden Hauses wird es nicht so einfach werden. Was? Weil es in Freilingen eigentlich keinen unfreiwilligen Leerstand gibt. Ach, das gibt es doch nicht. Die ganzen Dörfer sind 20 Häuser zu verkaufen. Gerade in den letzten 3 Jahren sind hier zum Teil jahrelang unbewohnt stehende Häuser verkauft und liebevoll restauriert worden.
Das beste Beispiel ist die Ortsdurchfahrt. Die war früher regelrecht entvölkert. Heute steht hier kein Haus mehr leer. Und die Neuzugänge wollen auch alle hier bleiben, weil sie von Freilingen und den Menschen und den Aktionen so begeistert sind. Wie sagt Lorenzo, unser zweiter italienischer Zuzug im Ort und seit letztem Jahr stolzer Freilinger immer? Freilingen ist sehr, sehr schön. Alles wunderbar, ich bin hier glücklich. Oh, international hier in Freilingen, mein guter Welt, kommt zusammen hier. Ja, also ich glaube, irgendwann wird doch sicher mal wieder ein Haus frei werden und dann bin ich mit dabei. Ich werde mich in der Internet informieren und doch gucken, ob ich über die Drähte nach euch komme. Und dann komme ich bestimmt wieder zurück. Man sieht sich wieder hier in Freilingen. Ja, das waren die letzten Worte vom 8. Akt. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, auch den zahlreichen Freilingen, die sicherlich auch das ein oder andere neu erfahren haben. Die Bewertungskommission muss sich keine Gedanken machen, dass sie vielleicht bei dem durchfahrenden Verkehr das ein oder andere nicht mitbekommen haben. Wir haben natürlich auch das ganze Speck zusammengefasst und haben das für die Bewertungskommission in ein Paketchen zusammengepackt. Den Aufkleber müsstest du wieder rausdrücken. Oh, das mache ich aber gar nicht gerne. Ich gebe Ihnen das über der Internet-Craven hier. Ich gebe Ihnen hier die Präsentation des heutigen Theaterstückes und eine Ausgabe, die müssen Sie sich dann teilen. Unsere letztjährige Druckausgabe, also unsere Dorfzeitung vom letzten Jahr, die gebe ich Ihnen auch dabei. Wie gesagt, Eis gibt es leider nicht, dass Sie ja weiter müssen, sonst hätten Sie natürlich ja. Hergeschickt. Ich darf mich noch mal recht herzlich bedanken, dass ihr alle so zahlreich an dieser Präsentation teilgenommen habt und auch gezeigt habt damit, dass wir wirklich auch großes Interesse an unserem eigenen Dorf haben. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt auch stellen. Wie gesagt, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Böhm. Wir sind, muss ich sagen, ich glaube, das kann ich auch für meine Kolleginnen und meine Kollegen sagen, wir sind überrascht. Eine solche Präsentation haben wir wohl noch nicht gesehen und auch noch nicht gehört. Das war die Absicht. Und wir haben Freilingen also kennengelernt, wie ich es persönlich nicht kenne. Ich kenne Freilingen etwas anders. Wir haben es gerade gesagt, die Hauptstraße steht so etwas leer und verloren da. Und heute ist sie, ich habe beobachtet, sie ist komplett in Betrieb. Es ist tatsächlich kein Leerstand da und das ist an für sich ein großes Ziel für den Ort, dass es also Leben ist. Ich muss auch dazu sagen, was mich auch begeistert hat. Ich kenne Zeiten, da hätte ein Lommersdorfer in Freilingen nie Fußball gespielt. Das hat sich ja gewandelt. Lommersdorfer, die basteln sogar mit Holz in Freilingen. Ja. Ist für mich also absolut überraschend. Ich dachte, hier gäbe es noch so eine Grenzlinie, aber die ist scheinbar aufgehoben, die gibt es nicht mehr. Nicht ja. Erst, seitdem die Straße so schlecht ist, verstehen wir uns bitte nochmal von und gut. Nein, wir dürfen uns also ganz, ganz herzlich bedanken für die interessante Führung durch Freilingen. Bei Ihnen, Frau Emily, ganz herzlichen Dank, Sie haben das meisterlich, haben Sie das gemacht. Dankeschön. Wir sind begeistert davon. Wir wünschen Ihnen aber hier in dem Ort noch sehr viel Erfolg, damit Sie all das umsetzen, was Sie sich noch als Ziel genommen haben. Ich denke, bei dem Engagement, so wie wir das hier heute sehen, haben wir da keine Bange. Und Herr Bürgermeister, Sie haben da einen ganz tollen Ort hier in Freilingen. Wir gratulieren dazu. Dankeschön. Dankeschön. Nochmal Applaus für Emily, bitte. Ja. Also man muss dabei sagen, wir haben hier wirklich lange für geprobt, noch länger als eigentlich für die Frühjahrsaufführung geprobt wird. Ich darf mich bei allen Akteuren, die auch zum Teil zum ersten Mal heute gespielt haben, nochmal herzlich bedanken, dass sie auch die Nachmittagstermine hier verschoben haben und sich die Zeit genommen haben, hier daran teilzunehmen. Also es ist auch, wie gesagt, ein Sonderapplaus. Schön, ja. Ja.